Wir befinden uns in Kambodscha. Hier wurden zwei Backpackerinnen in einem Hostel tot aufgefunden. Ein Mitarbeiter des Hostels fand die beiden leblos im Zimmer und alarmierte einen Rettungswagen. Die zwei Frauen wurden ins örtliche Krankenhaus gebracht, konnten aber nicht wiederbelebt werden. Lokale Medien berichten, dass die Rucksacktouristinnen bereits tot gewesen seien, als sie gefunden wurden. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frauen unter Durchfall und Erbrechen litten. Angeblich hätten sie rezeptfreie Medikamente eingenommen. Zuvor hatten beide Frauen über Magenprobleme geklagt.